Heute ist Samstag, also nicht quasi, ich weiß nicht, ob sogar Samstag ist, wenn die Folge rauskommt. Ich habe das ja, müsste ich jetzt durchrechnen. Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja Dienstag, Sonntag. Nee, Montag oder Dienstag. Ja, es geht weiter auf jeden Fall heute mit dem Quali-Rennen und dafür würden wir 40.000 bekommen. Und da könnten wir tatsächlich ein neues Auto kaufen, vielleicht. Aber gucken wir mal. Wir kriegen auf jeden Fall erstmal dafür einen Defender. Und deswegen geht's heute zur Qualifikation. Wir brauchen angeblich 160. Ich weiß nicht, wie die anderen sind. Wenn die anderen nur so 160er sind, dann haben wir das ja relativ locker in der Tasche. Wir sind bei 207 momentan an Stärke. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen mit den Kopf angelegt und dann haben wir auch den Millionaire's Drive ohne Probleme gewonnen. Und heute werde ich definitiv das Quali-Ding fahren. Und mir den Defender einsacken, den die gute Del Rey anfährt, ja, in ihren Rennen. Wir werden uns natürlich gleich angucken, was da so an Stärken dabei sind. Ich glaube nicht, dass das die 160 sind. Also das wäre zu einfach, muss ich zugeben. Aber ich glaube, das sind ein paar, okay? Zeigen wir ihr, wie man fährt. Bart, was macht sie da? Na, sie steigt ein, aber nicht in ihr Auto. Also nicht deins. Also... Warum? Warum tauscht sie den Wagen? Soll ich raten? Sie will dich abchecken, aber nicht den Wagen riskieren. Lass dich nicht verarschen. Mach sie fertig, Speedy. Oh. Ich kann auch nicht, dass wir nur gegen die fahren. Da sind bestimmt die ganzen Undercoden dabei. Wir werden uns jetzt gleich angucken. Boost, Ross, Chilton, Tosisha, Jess, Varu. Also die gleiche Kram, das gleiche, was wir momentan als. So. Gut. Gut. Startgeld bezahlt. Und dann geht's los. Gewinnt diesen. Wow. Ich hatte erwartet, dass wir das Serienfahrzeug gewinnen und nicht. Land auf ersten Platz, um dich zu qualifizieren. So, was haben wir denn hier? Okay. 3 Evolution. Okay. Ach, das ist eine G-Klasse. Ich dachte, wir hätten das gleich an. Ach, das sind 3 Rennen. Das sind 3 Rennen. Bei Sieg ein einzigartiger Wagen. Okay. Im ersten Rennen unter den ersten 6, im zweiten Rennen unter den ersten 3 und dann bei Sieg. So, das erste Rennen heute. Stadtgrenzen. Hast du überhaupt das Zeug dazu? Du willst auf jeden Fall unter den ersten 6 erstmal kommen. Ich will natürlich gewinnen, klar. So viel zum Team. Ich habe schon erwartet, dass es sich zwei.
Wir sind momentan so ein bisschen an der Grenze. Wir müssen also gucken, dass wir weiterkommen. Wir haben noch eine Runde, okay. Schön, danke. Jess, das fehlt. Wir müssen ja zumindest ein Auto noch überholen, damit wir weiterkommen. So, jetzt sind wir zumindest mal weiter. Jetzt sind wir zumindest mal in der nächsten Runde. Jess ist raus? Jess ist raus? Wow, also da, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sie jetzt fliegt. Muss ich sagen. Ross ist raus und Jess ist raus. Tatsächlich. Damit hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die jetzt mit dem Barracuda fliegt. Damit ist die schon mal in der Quali gescheitert. Und wir sind zumindest mal als Vierter in der nächsten Runde. Und jetzt sind es nur noch sechs. Und dazu müssen wir jetzt unter die ersten drei kommen. Ja, Justicia, das wäre natürlich genial, wenn ich die fliegen könnte, wenn die rausfliegen würde. Dankeschön! Dankeschön, Dreckskorb! Diese Typen meinen es ernst. Zentrale, ich fahre den Streetracer hinterher. Ich war schön da vorne mit dabei. Ich war vorbei an Justicia. Die habe ich schon rausgenommen aus dem Rennen, aber. Wow, ey, da hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich hab noch Zeit, kein Grund zur Sorge. Vorbei an Schurken. So, wir sind dabei. So, jetzt haben wir nur noch Baron Justicia.
So, damit haben wir raus. Ross, Jess, Del Rey. Ganz, schon mal, die okay, die sind sechste. So, jetzt haben wir das auch erledigt. Dann haben wir jetzt Boost und Schilden gekickt mit der Aktion. Und jetzt haben wir nur noch Justicia, die hätte ich gerne jetzt in diesem Rennen schon eliminiert. Und Varu, eine von den beiden. Aber jetzt müssen wir das Ding definitiv gewinnen. Der nächste ist der OG. Wir haben nur noch drei Gegner. Zeig mal, was du kannst. Los geht's. Ich verfolge die Verdächtigen. Scheiße! Mann! Frage, kann ich nochmal neu starten? Ja. Jeder wird meinen Namen kennen. Ich hab mich am Ende gekickt, Junge! Erstmal Justitia ausgeschaltet, obwohl sie sich da quergestellt hat, und dann habe ich die. Und wir haben die Quali geschafft! 40.000 gewonnen und die Karre, den Defender. Sehr geil. Hey, hey, was hast du vor? Mir das Auto zurückholen. Der sagt doch nie nein zu einer Herausforderung. Hey, oh yes. Was geht ab? Lange her, was? Jo. Ist das mein Auto? Ja, das du geklaut hast, als du die Werkstatt abgezogen hast. Oh, ouch. Oh, du willst dich nicht mit mir anlegen, oder? Doch. Rydell hat dir vertraut. Ach ja? Warum habe ich ihn nicht gebeten? Diesen Ersatzpapa-Scheiß habe ich nie gewollt. Ich passe auf mich selbst auf. Das wird super. Ist das so? Wird sich zeigen. Los, einsteigen, wir fahren. Jetzt gleich. Der Gewinner kriegt das Auto. Ja, ein Rennen um die Papiere. Die was? Die Wünsche sind vorbei, weißt du? Tess, hör auf zu filmen. Wieso sollte ich? Zwei alte Freunde, die jetzt Feinde sind, betteln wegen ein paar Daddy-Issues um ein Auto. Wow. Fehlt ja nur noch, dass der Kerl hier sein Shirt auszieht, eine Schlägerei ausbricht, jemand Autotune über alles legt und bam! Schon sind wir im Radio zu hören. Poste das nicht. Ist ein Livestream. Ich sag dir mal was. Heute bin ich großzügig. Fast schon wohltätig. Wenn du es ins Finale schaffst, steht das Rennen.
Der Sieger kriegt das Auto. Wenn du es schaffst. Du bist sogar im ersten Rennen ausgeschieden. Die Qualis stehen noch aus. Alles klar. Ich habe 2 Jahre gewartet. Was sind da noch ein paar Wochen? Es gibt kein Zurück für sie. Das habe ich gern gemacht. So. Bitte. Shit. Den Blick kenne ich. Wie schlimm war's? Wir haben gewonnen! Das lag am Babypuder. Oh, den besten Teil habe ich ganz vergessen. Rate mal, wer Jess dazu gebracht hat, ihren Wagen zu verwetten. Kiddo? Speedy hat sie dazu gebracht, yep. Wenn wir sie im Grand schlagen, gehört das Ding uns. Verrückt. Sie ist nervös, Boss. So. Suppi. Ah, endlich. So, Style, Karosserie, Bodykits. So, wir haben jetzt ein bisschen Kohle. Kann ich jetzt irgendwie was kaufen und verkaufen? So war das eigentlich gedacht. So, wir haben jetzt, was haben wir jetzt an Autos? Was hast denn der, was kann der Defender? Was hat denn der jetzt? 251. Schön. Offroad. Drift drin. Ich glaube, den können wir als Drifter nehmen. Den würde ich sagen. Das ist ein A-Plus-Drifter. Würde uns 25.000 bringen. Deswegen verkaufen wir definitiv nicht. Sondern wir gucken mal, was uns erwartet, was wir uns so kaufen können. Wir haben die erste Quali gerockt. Dann brauchen wir nämlich den Links nicht, den RX-7 nicht. Das ist der 370 Heritage Edition, okay. Wenn ich jetzt mir ein neues Grip Monster hole, der Dings ist schon cool. Mercedes AMG. Der Ford Mustang hat schon mehr Dings. Das ist auf jeden Fall ein Drifter. Der Evo. Straße Offroad. Wäre ein Glückmonster. Gut. Ich würde sagen, wir machen mal hier. Warte mal, ich würde eigentlich. Warte mal, wir könnten ja wirklich mal kurz gucken, was. Ich will mal gerade kurz gucken, welche Fahrzeuge. So. Ich muss mal gerade was gucken. Was können wir denn für Autos nehmen?
Also ich habe mir gerade mal eine Liste rausgesucht, welche Fahrzeuge die besten sind. Also im Art, also der Porsche 911, das ist wahrscheinlich dieses Fahrzeug hier, wäre zum Beispiel einer, der definitiv was machen könnte. Ich könnte rein theoretisch den Eclipse verkaufen und den hier kaufen, aber warum auch? Wer würde mir den Eclipse bringen? Aber gar nichts. Serienvision kaufen. Ja. Ich überlege gerade, welche Fahrzeuge ich hole. Na gut. Ja, ich muss überlegen, was für Autos. Also ich habe jetzt ein Fahrzeug auf A plus und auf ein Fahrzeug auf A. Wenn ich jetzt auf B nochmal eins hole. Ich könnte mir natürlich jetzt das kriegen. Weil ich brauche den. Ich behalte den Eclipse auf A. Wir brauchen ja insgesamt mehrere Autos, würde ich sagen. Wir müssen ja A, A plus S, wir brauchen ja eigentlich 5 Autos, mehr oder weniger, oder? Jetzt richtig gesehen? Ja, wir bräuchten ja noch unbedingt einen Drifter, ne? Na gut. Ich mache mal hier Feierabend. In der nächsten Folge würde ich mir sagen, gucken wir mal, was wir fahren. Werden wir uns wahrscheinlich ein neues Auto kaufen und dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen auf die Straße fahren. Bis dahin. Tschüss.